In gut 9 Monaten wird wieder gewählt. Bei der Kommunalwahl im September wird um die Rathäuser in den Städten gerungen. Bislang gibt es in Duisburg ja eine große Koalition aus SPD und CDU. Dieses Mal könnten aber auch die aktuellen Überflieger von den Grünen ein größeres Wörtchen mitsprechen. Wird es im Duisburger Rathaus bald grüner? Schaut man sich aktuelle Umfragewerte an, lautet die Antwort ja. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden aktuell zwischen 21% und 23% aller Befragten Grün wählen. Das Bündnis um Parteichef Robert Habeck wäre damit die zweitstärkste Kraft nach der CDU. Ein historischer Wert. Und auch in Duisburg, der traditionellen SPD-Hochburg, mischen die Grünen mittlerweile ganz oben mit. Bei der Landtagswahl 2017 gab es noch eine Klatsche mit nicht einmal 5%. Damit hätten es die Grünen bei einem NRW-weiten Ergebnis dieser Art nicht mal in den Landtag geschafft. 2 Jahre später bei der Europawahl ein ganz anderes Bild. Knapp 20% gibt es in Duisburg. Jeder Fünfte wählt also Grün. Im September geht es wieder an die Wahlurne. Bei der Kommunalwahl werden die Vertretungen der Städte gewählt. Im Duisburger Rathaus könnte es dadurch zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse kommen. Bislang bilden hier SPD und CDU die Mehrheit. Stand jetzt haben die Grünen im Stadtrat dann aber ein größeres Wörtchen mitzureden. Ja, und das dann sicherlich sehr zur Freude meines heutigen Studiogastes. Felix Banatschak, Landesvorsitzender der Grünen NRW, ist heute nämlich bei uns. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Das sind ja sehr gute Umfragewerte der Grünen, wie wir gerade gehört haben. Wie gehst du denn persönlich oder wie ist dein persönliches Gefühl für das neue, für das aktuelle Kommunalwahl? Also es ist auf der einen Seite natürlich Grund zur Freude. Das ist, weil wir eben, das ist ja auch gerade schon angekündigt worden, andere Zeiten auch erlebt haben, wo es ganz, ganz schwer war für uns, wo wir viel Gegenwind bekommen haben. Wir merken jetzt gerade einen unheimlichen Rückenwind für unsere Ziele, für unsere Forderungen, auch ich würde sagen für die Art, wie wir Politik machen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein enormer, was heißt Erwartungsdruck, aber wir wissen, es gibt enorme Erwartungen an uns. Das heißt, die Menschen erwarten dann auch, wenn sie uns wählen, dass dann beispielsweise bei der Kommunalwahl in Duisburg auch mehr Klimaschutz rauskommt, mehr Einsatz für eine bessere Schulpolitik, für mehr Straßengrün, für eine andere Verkehrspolitik, für Mobilität in dieser Stadt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns jetzt ganz intensiv darauf vorbereiten. Also wir machen das im Land, wir machen das aber auch gerade hier in Duisburg, damit klar ist, wenn man die Grünen am Ende wählt am 13. September, dann bekommt man dies und jenes und darauf kann man sich auch verlassen. Also gleichzeitig mehr Rückenwind, aber auf der anderen Seite dann auch mehr Druck von vorne. Ich würde gerne noch ein bisschen über dich persönlich sprechen. Du bist ja seit 2018 eben Landesvorsitzender der Grünen NRW. Vorher warst du ja kommunal hier in Duisburg sehr aktiv. Wie waren so die letzten 2 Jahre für dich und blickst du vielleicht trotzdem immer noch so ein bisschen auf Duisburg? Du hast ja eben auch mir gesagt, du wohnst ja auch noch in Duisburg. Ich schätze mal, da fällt es dann nicht so schwer. Ich bin Duisburger geblieben, nicht nur im Herzen, sondern auch ganz real. Und das waren natürlich unheimlich spannende Jahre, weil als ich mich damals entschieden habe zu kandidieren, das war kurz nach der Landtagswahl mit den 6,4%, die wir landesweit geholt haben, also ganz knapp wieder im Landtag vertreten. Und ich hatte mich eigentlich darauf eingerichtet, dass wir eine sehr, sehr schwere Zeit vor uns haben und dass wir sehr, sehr viele Programmprozesse brauchen, dass wir viele Fragen klären müssen, wie konnte das passieren. Das haben wir auch alles getan. Wir haben sehr intensiv gearbeitet. Ich habe beispielsweise ein Jahr lang ich habe mich ein Jahr lang mit unserer Bildungspolitik intensiv beschäftigt, war in ganz, ganz vielen Schulen, auch hier in Duisburg unterwegs, habe nachgefragt, was ist da passiert, was lief gut, was lief schlecht, was sind die Erwartungen für die Zukunft, was muss jetzt getan werden. Und davon haben wir viele Dinge getan. Aber gleichzeitig ist natürlich ein enormer gesellschaftlicher Wandel passiert. Also mit den Fridays for Future Demonstrationen, mit der Diskussion um den Hambacher Wald, um den Kohleausstieg. Und ganz, ganz viele Menschen haben festgestellt, jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir müssen jetzt ganz intensiv umsteuern, damit wir diesen Planeten und auch diese Stadt beispielsweise lebenswert erhalten für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Und das trägt uns gerade sehr stark. Und wir tun alles dafür, dass wir diesen Erwartungen gerecht werden, die auch an uns als Grüne ganz konkret herangetragen werden. Mhm. Du hast gerade schon die Fridays for Future Demos angesprochen. Mhm. Würdest du schon sagen, dass die und eben Greta Thunberg ja schon ein bisschen den Erfolg der Grünen den Weg geebnet haben? Ich glaube, das sind natürlich, also nicht nur diese, sondern viele weitere gesellschaftliche Bewegungen. Also das sind ja nicht nur Fridays for Future, das sind ja auch die Umweltverbände, die einen enormen Zulauf gerade haben, auch hier in Duisburg. Wir haben erlebt, dass da ganz viele zusammengearbeitet haben in unterschiedlichen Rollen. Und es wäre albern zu sagen, dass das jetzt
allein unsere eigene Arbeit war, die diese Stärke gerade ausmacht. Das ist vollkommen klar. Die Grünen sind immer nur so stark wie die Bewegungen und die gesellschaftlichen Bündnisse, die sie tragen und eben auch treiben, weil ja auch an uns da Erwartungen herangetragen werden aus dieser Bewegung. Ich bin da mit vielen im Gespräch und ich bin ganz begeistert davon. Ich bin ja selbst jetzt auch noch relativ jung und man hat ja auch immer gesagt, diese jungen Menschen, die sind nicht mehr so politisch und früher war alles besser. Und ich glaube, wir erleben gerade, dass das Gegenteil der Fall ist. Also so eine politische Generation hat man ja lange nicht mehr erlebt und die sind ganz motiviert, selbst etwas zu tun, aber die erwarten eben auch, dass jetzt was getan wird. Die Grünen haben vor 40 Jahren, wir sind jetzt 40 Jahre alt ja geworden, auf ein Plakat geschrieben, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und ich glaube, Freitag sieht man diese Kinder fordern die Erde jetzt auch zurück. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, was würdest du denn sagen? Was ist mehr der Grund? Ist es mehr der Zeitgeist, der aktuelle, oder ist es mehr die Arbeit der Grünen gewesen? Ich meine, es gibt ja gerade dieses Hoch, vorher gab es eben dieses Tief, die Landtagswahl 2017. Dann eben das historische Hoch bei der Europawahl. Was würdest du sagen, was ist in der Zeit passiert? War es eher der Zeitgeist oder war es mehr die Arbeit der Grünen? Ist es ausgeglichen? Wie ist da so deine... Ich würde sagen, es ist uns ganz gut gelungen, aus diesem Zeitgeist etwas Politisches zu machen. Denn die Grünen haben als Partei ja eine andere Rolle, als das beispielsweise Fridays for Future Demonstranten haben. Die können berechtigterweise, und ich finde das auch völlig in Ordnung, sagen, ihr müsst da jetzt etwas tun. Und ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, im Bundesverband insgesamt, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen, daraus die politischen Schlüsse zu ziehen. Wir haben im Landtag ganz intensiv dafür gesorgt und auch im Bundestag, dass beispielsweise jetzt wirklich eine Einigung in Bezug auf den Kohleausstieg kommt. Wir sind mit dem, was da konkret jetzt gerade passiert, überhaupt nicht zufrieden. Aber es ist natürlich dann unsere Rolle gewesen, auch da voranzugehen. Und mit Robert Habeck und Annalena Baerbock als Bundesvorsitzende sind ja auch Menschen mit den Grünen jetzt sehr stark verknüpft, die eine andere Art haben, auch Politik zu machen. Also das haben wir versucht, in Nordrhein-Westfalen für uns genauso zu tun. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs, wir hören zu. Wir haben nicht immer schon auf jede Frage, die vielleicht noch gar nicht gestellt wurde, die 10 Antworten und so genau muss es sein und wir wissen genau, wo es lang geht, sondern wir haben gerade auch aus den negativen Erfahrungen gelernt, wir müssen mehr zuhören, wir müssen mehr Widerspruch auch zulassen, Argumente abwägen, der andere könnte Recht haben und wir haben versucht, auch unsere ganze Kommunikation ein bisschen zu modernisieren, also weg von dem, was so klassisch auch mit Parteien verbunden wird, mehr zu einem Miteinander und die Grünen als eine Partei zu positionieren, die im Bündnis mit der Gesellschaft versucht, einen positiven Wandel zu vollbringen und nicht abgehoben, irgendwie ganz weit weg von dem, was da auf der Straße passiert. Deshalb glaube ich, ganz, ganz viel ist dieser Zeitgeist, ganz, ganz viel sind diese Bewegungen, diese vielen Menschen, die jetzt etwas einfordern. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, aus dieser Bewegung heraus eine politische Kraft zu entwickeln. Wie ihr vorgeht, hast du auf jeden Fall gerade gut erklärt. Was steht denn bei euch ganz oben auf der Agenda? Was ist so euer wichtigstes Ziel gerade? Na, wir haben jetzt im Herbst die Kommunalwahlen. Die sind für uns in Duisburg und darüber hinaus natürlich unheimlich wichtig, weil ganz vielen Menschen klar ist, der Klimaschutz und der gesellschaftliche Zusammenhalt, all diese Themen, die für uns gerade wichtig sind, die werden natürlich auf allen Ebenen verhandelt und wir erleben jetzt gerade Diskussionen beispielsweise mit dem US-Präsidenten, der davon ja gar nichts hält. Aber die Menschen wissen ja auch, es kommt auch ganz viel auf das an, was vor Ort passiert. Also dieser alte Gedanke, global denken, lokal handeln und damit auch wieder global wirken, der kann sich genau in der Kommunalwahl ja zeigen. Das heißt, wir arbeiten gerade intensiv an den Programmen. Ich glaube, dass ein ganz wichtiges Thema sein wird, wie wir den Verkehr der Zukunft gestalten. Wir haben gerade im Ruhrgebiet ja unheimlich viele Städte, die ganz, ganz stark auf Autoverkehr ausgerichtet sind. Wir haben schlecht ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Wir haben eher die Situation gerade, dass Strecken geschlossen werden, als dass neue Bahnstrecken entstehen. Und da haben wir, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal als Grüne, die wirklich eine Verkehrswende wollen, die wegkommt von der Verkehrsplanung aus der Perspektive der Windschutzscheibe hin dazu, dass wir lebenswerte Städte schaffen. Lebenswert auch für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Menschen beispielsweise auch, die mit dem Kinderwagen durch die Straßen wollen, ohne Angst zu haben, dass das wirklich eine Gefährdung ist. Fahrradwege, auf denen man sicher von A nach B kommt, das wird ein sehr zentrales Thema sein. Und in Duisburg gibt es natürlich noch einige weitere von der Frage, wie viele Bäume wollen wir eigentlich im Stadtbild haben. Da haben wir eine andere Auffassung als die anderen. Das Thema Wohnen, die ganze Frage, wie wir unsere Schulen besser ausstatten können, wie wir ihnen die Möglichkeit geben,
mit den Schülerinnen und Schülern, die es hier halt gibt, so zu arbeiten, dass alle ihre Potenziale auch entfalten können. Also gibt es ganz, ganz viele Themen und die Kommunalwahl ist eine großartige Chance, tatsächlich etwas voranzubringen in der Stadt. Mhm. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Vielleicht nur ganz zum Schluss noch. Was würdest du Wählern, Nichtwählern, vielleicht auch Protestwählern mit auf den Weg geben jetzt für die Kommunalwahl? Ich glaube, dass wichtig ist, dass man überhaupt erstmal wählen geht. Ich weiß, dass viele denken, es ist doch egal, was ich wähle. Die da oben machen dann, was sie wollen. Aber es lohnt sich, sich genau so anzugucken, was haben die einzelnen Parteien im Programm. Und gerade in dem Spektrum der demokratischen Parteien gibt es auch einige Unterschiede. Und das ist alles denkbar und das ist alles wählbar. Aber ich glaube, man sollte sich ganz genau angucken, was ist denn für einen selbst ein interessantes Angebot. Und wir tun vieles dafür, dass die Grünen ein gutes Angebot sein werden. Alles klar. Felix, ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank.